Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Search. Wir gehen jetzt hier raus in die tolle Eingangshalle oder Ausstellungshalle. Ich habe schon gesehen. Oder beziehungsweise haben wir beim letzten Mal gesehen, dass da hinten jetzt das Tor auf ist. Und daher gehen wir da stark davon aus, dass wir durch dieses Tor weiter müssen. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ging? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon. Ach, schön. Wir sind alle. Guten Tag. Doch mit jedem neuen Tag. Das finde ich nicht nett. Start entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unser Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hier bei Creo arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht. So, hier müssen wir jetzt die ja durch. Von Jonah Guttenbergs großer Vision, ich gehe mal davon aus. Niemand hat je versucht, dass wir bis da hinten müssen. Wir erforschen neue. Die Roboterleiche möchte ich hier nochmal gerne zerhackstückeln. Immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert okay. Eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein ha, daneben. Für alle. Oh lol, der Komplettrüstung. Was ist das für eine Rüstung? Hat ein Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen das. Oh, die Typen sind stark. Also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge. Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, die Roboterleichen, dass sie so rumliegen, das finde ich echt lustig. Pass auf dich auf. Ist quasi, dass das bedeutet, dass sie da oben ausgebrochen sind, hier reingestürmt sind und das ganze Sicherheitspersonal hat ihn niedergeklöppelt. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Penner. Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hey. Hier bei Creo arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Guttenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Ich bin der Einzige, der das Gefühl hat, dass wenn wir sie gerade durch die Gegend rennen, dass es irgendwie wackelt oder ruckelt oder so. Wir erschaffen ein neues Paradies. Das ist ja merkwürdig. Ein Utopia für alle. Roboterleiche, mitkommen. Ich will nicht, dass sie mir in den Rücken fallen. Erblüht ein Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, den Typen hier? Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekte. Okay, ihn mag ich nicht. Er schlägt einfach direkt zu, ohne von der sich von mir beirren zu lassen. Und chemischen Zusammensetzung. Oh Leute, und ganz ehrlich, der Jonah Guttenberg oder wer auch immer, der da oben, der die ganze Zeit erzählt, regt mich so auf. Das nervt. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Nicht im Ernst. Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre? Hey! Immerhin. Alter! Es hat 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle. Das nerven die mich noch mehr als die Roboter. Jedem neuen Tag. Komm jederzeit wieder. Jedes Mal, wenn ich einem neuen Gegner begegne und der. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Und die dann quasi ein neues. Die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell geht. Kampfmodell haben. Hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Nervt mich das gerade, ja. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause.
Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hier bei Creep arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Gutenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin, was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein Utopia für alle. Blabla, hier Utopia für alle. Hier auch ganz lieb. Ein Garten über Nacht. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antwort darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ging? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoff. Da hat er mich gerade eiskalt geblockt. Hier bei Creed arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Gutenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen Okay, ich darf nicht ranrutschen. Ich darf, glaube ich, nicht ranrutschen. Das ist mein Problem gerade, was ich habe. Meine Standardtaktik funktioniert hier gerade nicht. Aber ich muss hier voll gegen den Typen da oben anreden, den Erzähler. Normalerweise habe ich ja kein Problem damit, wenn er seine Geschichten erzählt hat. Aber jetzt... Willst du mich verarschen? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ging? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Den Roboter hier ranholen. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hier bei Creel arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Gutenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin, was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein Utopia für alle. Okay, jetzt muss ich mich um ihn hier kümmern. Dieser Knopf. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell geht? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve. Ich weiß, dass es gefährlich war, dass ihr das nicht mehr machen wollte. Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hier bei Creel arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Gutenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unser Ziel Stück für Stück näher. So, jetzt aber. Kopf ab. Es ist eine große Aufgabe. Nochmal eine neue Rüstung. Was ist Gorgon. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ist klar. So, dann benutze ich mal den Knopf hier. Und dann, wo komme ich denn hin? Fertigungskomplex B? Was soll ich denn da? Von hier komme ich doch, oder nicht?
Okay. Hier liegen Tote. Und Gegner. Ach, dass ich hier das mit dem Graffiti beschmiere. Hier standen doch vorher mal viel mehr Gegner, oder nicht? Super. Funktioniert richtig gut, ey. Ich sag nicht, dass er eine Drohne hat. Der hat eine Drohne. Ja, genau so eine Drohne, meine ich. Schnell weg. Aber einfach mal fast sagen, den Leuten hinterher, also hier raus. Und oben lang. Jetzt haben wir hier so einen Typen. Der mir übelst einen mitgibt. Der mir aber richtig einen mitgibt. Bin mal gespannt, wo wir respawnen. Bitte lass es nicht da unten sein. Gott sei Dank. Ah, komplett wieder mit neuer Heilung alles. Das hätte ja gut funktioniert. Jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen. Ich hab's gedrückt, ihr habt's gesehen. Ihr habt es gesehen. Ich hab es gedrückt. Ich wollte mich heilen. Hm. Oh, das ist wieder eine Sterberei ohne Ende. Das gibt es nicht. Okay, merken. Typen weder anspringen noch anrutschen. Drohne kann angesprungen werden, aber Typ nicht. Will er mich ja auch gerade verarschen, oder was? Wir hatten uns auch immer so lieb, Kollege. Am liebsten als erstes die Drohne kaputt machen. Wo ist die denn? Ach, hier ist sie. Da haben wir im Nachhinein noch einen mitgegeben. Ich werd verrückt. Komm, verpiss dich doch aus meinem Leben. Ihm gerade warst du auch ganz artig, dass du kein Problem mit mir gehabt. Den Typen immer direkt ins Gesicht schlagen, das kann ich mir merken. Da unten haben wir
Nee, ist das nicht so ein Spinnviech? Okay, ich weiß aber trotzdem nicht, wo ich hin muss. Ha! Kann man nicht hier mal durch? Ist auch dunkel und zu. Och ja. Das ist aber ein neues Ding. Es schießt Elektrowellen. Denken sich auch mal neue Gemeinheiten aus. Super, ey. Aua. Mach es weg. Mach es weg. Ja, nee, ist klar. Wie hat man die Viecher denn immer am besten noch kaputt gemacht? Ach, lol. Ab und zu mal einen mitgeben ist eine gute Variante, aber... Ja. Es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. In meiner direkten Umgebung springt niemand Matrix-like durch die Luft, wenn ich das nicht erlaube. Hä? Ich stand doch gar nicht in der Reichweite. Ja, anscheinend ja doch, aber okay. Ich bin nur extra einen Schritt zurückgegangen wieder, als ich gesehen habe, dass es angefangen hat. Ich werde ganz verrückt. La 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 la. Bei ihm kann ich die schwache Stelle nicht anvisieren. Da ist das Beinchen. Hey! Nur weil du eine Sonnenbrille trägst, kannst du wohl machen, was du willst, oder was? Was erlauben sie sich? Haha! Aha. So, das hat jetzt sehr gut geklappt. Jetzt haben wir den kleinen Macker hier unten.
Ich will doch noch spielen. Lol. Kommt der da oben jetzt nicht mehr runter? Die Frage hat sich beantwortet. Ich umlaufe die jetzt einfach mal wieder. Ich will mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Deshalb umlaufe ich die jetzt. Hi. Hallo. Das nehme ich mal mit. Hallo. Hier? Oder hier? Hallo. Oh. Lass mich in Ruhe. Oh. Materialdepot. Hier war ich doch schon mal, oder nicht? Aber hier stehen nur richtig abgefuckte Gegner rum, ganz ehrlich. Vollkommen MK4. Oh. Alter. Ich hab schon eine ganze Gänsehaut im Körper. Ich meine Gänsehaut im ganzen Körper, aber warum? Aber ich weiß, wo ich hin muss. Da laufe ich jetzt nochmal hin. Alter. Jetzt geht's aber los hier. Durch. Lass mich doch einfach hier durch. Hallo. Danke. Materialdepot. Heute bei uns zu Gast erneut Jonah Gutenberg, CEO von Creo. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Glaub mir, ich wünschte, das wäre nicht notwendig. Ist ja nicht so, dass wir hier versuchen, den Planeten zu retten oder sowas. Okay. Nun, dann kommen wir direkt zur Sache. Ich bitte darum. Seit unserem letzten Gespräch ist die Zahl der Gegner von Resolve drastisch gestiegen. Und sogar ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium. Unabhängiges Gremium. Okay, kümmern wir uns doch mal um das Wort unabhängig. Joseph Tasker vom Global Nine Consortium wollte die Fertigungsrechte für die Resolve-Raketen. Statt hier in den Staaten zu produzieren, wollte er die Jobs lieber nach Übersee schaffen. Creo war maßgeblich daran beteiligt, die US-Wirtschaft aus der längsten Krise unserer Geschichte zu ziehen. Harvey Pearson, Nobelpreis gekrönter Wissenschaftler, wurde vor 20 Jahren von Resolve ausgeschlossen, weil wir seine Methoden für zu willkürlich hielten. Und das sind nur zwei der Namen. Glaub mir, dieses Gremium ist weit entfernt von unabhängig und unbefangen. Ich sage nicht, dass gesunde, konstruktive Kritik etwas Schlechtes ist, bei weitem nicht, aber das hier ist eine Hexenjagd. Das ist keine einfache Sache, die wir hier machen. Glaubst du nicht, wir hören diese Fragen nicht auch intern? Ehrlich, ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Das ist mein Leben. Resolve ist mein Vermächtnis. Ja, es ist hart. Ja, es ist manchmal ein einziger Kampf. Aber jeder hier arbeitet Tag und Nacht, damit es Erfolg hat. Tut mir leid. Tut mir leid, ich bin müde. Ich muss an 1000 Orten gleichzeitig sein. Es ist schwer, überall zu sein und alles zu wissen. Ich würde es ja Gott überlassen, wenn es nicht darum ginge, was die Leute von mir erwarten. Schon in Ordnung. Das verstehe ich. Tust du das? Ich denke, wir machen Schluss für heute. Danke, Don. Deine Arbeit hier ist wie immer unschätzbar. Okay, ich glaube, wir hatten jetzt das erste Mal, dass die Untertitel nicht mit der Sprache zusammenpassen. Aber es ist interessant. Ich habe das Gefühl, den Jonah Gutenberg werden wir auch noch kennenlernen. Kann gut sein, dass wir den auf der Vorstandsebene treffen, wo wir immer noch hin möchten. So, an den Viecher nochmal schnell vorbei. Weitergehen, Arbeiter. Dieser Bereich ist nicht sicher. Ich empfehle... Oh, du bist's. Wie geht's meinem weißen Ritter? Ach so, hallo. Ja, hey, cool. Tut mir leid, dass ich dich nicht
nicht erkannt habe. Es ist nichts Persönliches, nur ich bin hier gerade an was dran. Die brauchen mich. Es gab einen Sicherheitsverstoß in der Forschungsabteilung. Große Sache. Wir müssen das Gebiet räumen, also du solltest nicht hier rumhängen. Du gehörst zum Werkschutz? Also, du gehörst zum Werkschutz? Ich hätte gedacht, die Uniform spricht für sich, wo wir gerade beim Thema sind. Ich muss mich um meinen Kram kümmern. Der Chief reißt mir den Kopf ab, wenn ich nur mit halbem Equipment aufkreuze. Vielleicht kann ich helfen? Okay, dann lass mich helfen. Sag mir, was du brauchst. Begierig zu gefallen. Ich mag diesen Zug an einem Mann. Ich weiß deine Sorge zu schätzen, aber ich bin bereit. Jedenfalls, sobald ich den Rest meiner Ausrüstung habe. Verdammter Helm. Wo habe ich dich versteckt? Und habe ich echt Bein- und Körperschutz verlegt? Was ist hier mit Irina, der Ingenieurin, passiert? Du bist Ingenieurin, Irina. Erinnerst du dich? Du hast mir das selbst erzählt. Eine Ingenieurin? Ich kann nicht mal eine Schraube festziehen. Bitte, ich... Mein Schädel. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Okay, hab vielleicht Ausrüstung für dich. Kann dich nicht ohne anständige Ausrüstung da rauslassen, oder? Ich weiß, du meinst es gut, aber... Ich brauche ein komplettes Gorgon-Set. Werkschutzstandard. What the fuck? Okay, wenn du vom Werkschutz bist, dann weißt du, was hier los ist, richtig? Diese Information unterliegt der Geheimhaltung. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht. Die Ermittlungen dauern an. Alles okay, Fragezeichen? Hey, alles in Ordnung? Nein, ist schon okay. Es ist nur, es passiert so viel. Irgendwie ist alles außer Kontrolle. Der Lärm, die Schmerzen. Manchmal fühlt es sich fast an, als könnte ich meine eigenen Gedanken nicht mehr hören. Okay. Ich muss los. Versuch dir keinen Ärger einzuhandeln. Dito. Ich finde es sehr interessant, vor allem, wie sich das Gebiet hier verändert hat. Das kennen wir eigentlich noch als sicher. Dies ist keine genehmigte Pause. Okay. Du bist wieder da. Ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Der Werkschutz startet einen Großeinsatz unten in der Forschungsabteilung. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass du zwischen die Fronten gerätst. Da war ich auch. Warren, ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie es da draußen sein muss. Scheiße. Ich sehe die Daten, die Signale und Hilferufe, bis sie schließlich verlöschen. Jeder Einzelne. Es sind Menschen, Warren, sie alle. Es sind Menschen und sie sterben und da ist nichts, was ich tun kann. Ich habe Angst. Es ist völlig außer Kontrolle und jede Minute, die wir verspielen, wird es schlimmer. Wir müssen etwas tun. Wir müssen den Managementbereich entriegeln. Der Vorstand kann helfen, das weiß ich. Du denkst, sie will mir zuhören? Du bist wirklich scharf drauf, dass ich darauf gehe, oder? Haben wir denn eine Wahl? Ich meine, wir haben keine Lösung, oder? Wir überleben einfach nur. Aber wir müssen einen Weg finden, das hier zu beenden, Hilfe zu holen. Nur darauf kommt es an. Die Vorstandsebene ist unsere beste Chance. Sie ist abgeriegelt, seit alles angefangen hat. Wir müssen die Leute da rausholen. Die Leute, die die Sache in Ordnung bringen können. Wie komme ich zur Vorstandsebene? Das ist meine wichtigste Frage. Fein. Angenommen, ich wollte. Wie soll ich überhaupt zur Vorstandsebene kommen? Die normalen Wege dürften aussichtslos sein. Das wird dir vermutlich nicht gefallen, aber da der Großteil des Werkschutzes gerade durch die Einrichtung streift, dürfte ihr Hauptquartier sperrangelweit offen stehen. Und das führt direkt zur Vorstandsebene. Bitte was? Du machst Witze, oder? Da muss mehr kommen als eine fixe Idee, um quer durch die Zentrale vom Werkschutz zu marschieren. Ich habe ja gesagt, es wird dir nicht gefallen. Egal welchen Weg du wählst, du wirst eine Sicherheitsberechtigung brauchen und es gibt nur einen logischen Ort, wo du die finden kannst. Das Hauptquartier des Werkschutzes. Ich bin sicher, die meisten sind inzwischen in der Forschungsabteilung unterwegs. Das ist die beste Chance, die du kriegen wirst. Ergreife sie. Let's go. Konntest du schon Zugriff auf irgendeins der Systeme erhalten? Nicht wirklich. Der Großteil der Elektronik ist durchgeschmort. Erst schien das System neu zu booten, aber irgendwas hat angefangen, es zu überschreiben. Das ist absolut nicht mein Gebiet. Ich verstehe es nicht. Wir brauchen jemanden, der weiß, wie der Kram funktioniert, der ihn wieder ans Laufen kriegt und Hilfe holen kann. Was weißt du über Resolve? Was, wenn Resolve nicht das ist, wofür wir es halten? Du meinst sicher nicht diese ganzen Mediengeschichten.
Die wurden schon vor Jahren diskreditiert. Creo vernichtet absichtlich die Atmosphäre, um sich weitere Finanzspritzen zu sichern. Oder mein Favorit, der orbitale Vergnügungspalast für die Reichen und Schönen. Komm schon, sind wir wirklich so leichtgläubig? Außerdem, der Rest der Welt hätte das nicht einfach übersehen können. Schon mal vom Projekt Utopia gehört? Schon mal was von Projekt Utopia gehört? Nein, aber ich weiß über die meisten Dinge hier nicht wirklich Bescheid. Denkst du, es hat etwas mit den Vorfällen zu tun? Ich weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Aber irgendwas stimmt nicht damit. Bitte tu nichts Unüberlegtes, okay? Wir können uns nicht leisten, die Nerven zu verlieren und einem Gespenst nachzujagen. Nicht jetzt. Der Vorstand sollte weiter wissen. Wenn das Ganze irgendetwas mit der Lage zu tun hat, müssen wir sie so schnell wie möglich informieren. Alles klar. Okay, bin unterwegs. Du weißt ja, wie du mich erreichen kannst. Ich geh mal kurz hier ran, gib den ganzen Kram ab. Geh hier rein. Nicht wirklich viel Altmetall, aber was mir aufgefallen ist, der Kollege hier ist weg. Ich frage mal, ob er hier was weiß. Wer hat deine Hilfe da draußen nicht vergessen? Du hast mir den Arsch gerettet. Kein Ding. Wo ist Davy? Hast du Davy gesehen? Ja, genau da zur Tür raus. Hab versucht, ihn aufzuhalten, hab gesagt, Davy, da willst du nicht rausgehen. Aber der war schneller als ein geölter Blitz im Wetterhahn. Irgendwas muss ihm einen Schreck verpasst haben, bis in die Knochen. Alles okay bei dir? Wie läuft's, kommst du klar? Denk schon. Bin ein paar Mal raus, um zu gucken. Dachte, die Lage wird sich mal bessern. Hab ein paar Konsolen gecheckt. Erst nur Fehlermeldung, dann Neustart. Aber jetzt? Hast du den Scheiß gesehen? Das ist Code. Der überschreibt alles. Ich sag dir, irgendwas ist hier richtig kaputt. Ich find seinen Berliner Dialekt geil. Pass auf dich auf, Hobbs. Da kannst du drauf wetten. Tu nix, was ich nicht auch tue. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Please connect while UTP 01 is rebooting. 01 ist auch geil, während ich Englisch vorlese. Hier haben wir natürlich richtig den harten Tobak. Ich weiß nicht, ob ich hier links muss. An dem Typen da vorbei, aber ich war gestern nochmal kurz hinzugehen. Die Tür ist, glaube ich, nicht auf. Alter, aua! Lass mich in Ruhe! Geh jetzt hier weg. Tschüss. Ich will da wieder in meinen Safe Spot, weil ich möchte den Part beenden. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Ich frage mich nämlich auch, wo es dahin geht. Aber gut. Das sehen wir dann im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und das war's heute von mir. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao.